Willkommen zurück zu Grandia 2 Anniversary Edition mit mir und mit Kisumio. Hallo. Und ja, ich glaube, wir hatten vorgehabt, hier noch ein bisschen die Örtlichkeiten zu untersuchen, bevor wir uns in den Sticks and Dungeon wagen, denn ich hatte ein paar Mal verpennt gehabt, hier mit den Fischen rumzuspielen. Und ja, gucken wir mal, ob ich das diesmal hinkriegen kann. Wenn ich den Ort finden sollte. Wo war das? Ah, das war irgendwo hier. Moment mal, hier. War kein Fisch. Da war kein Fisch. Hier gibt's Fische. So. Das habe ich jetzt schon mindestens 5-mal vorgelesen. Wie oft will ich das noch haben? In diesem Part noch nicht. Nö, egal. Ich habe das schon oft mehrfach vorgelesen. Sorry. We are very busy now. Maybe later. Ich hab dir gesagt, wenn du es machen kannst. Du hast es ja nicht gemacht. Dafür kann ich nichts. Ja, ja, aber du hast auch gesagt, mit Melina kann man es nochmal machen. Aber jetzt kommen ja die Melina, wir sind beschäftigt. Ja, bevor die da antanzen. Aber man kann es immer noch machen. Sorry, ich wollte speichern, weil der Part war fähig. Wie oft habe ich dir das schon erzählt? Auch mich wird er nicht gehört. Ich erzähle nur komische Sachen. Nee, was? Moment, was labert mich denn hier an? Oh, welcome, come on in. The Snake Fortune Teller now sees staff. Want to know your fortune? What? Maybe a new account of some kind. It's between you, young lady, and me. Oh, how wonderful. How about a hug? Nein. Keiner kriegt von mir einen Hack. Höchstens einen Hack in die Fresse. Why, you? Don't touch me. You'll pay off you do, I promise. Oh, wait, the snake sends something else. I will soon encounter my dead grandmother. Ah, ja. Ja. So. Wenn das Jesus wäre, es wäre mir auch egal. Auf nach Worf. Worf. Klingt irgendwie so komisch. So. Ja, friss das. So, dann. Gute Kamera hier. What's the trouble at the castle about? The Ryder family here has a dangerous secret that could spell disaster. Hey, hey, just who are you, Roan? That gate must not be opened ever. Was war eigentlich unsere Aufgabe? Stimmt, das Grenner-Saber suchen. Wir können mit dem Weg im Trip sein. Vollidiot. Aber warum fahren wir jetzt hier mit dem Boot? Das weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Weil schneller geht. So, gucken wir mal, was haben wir da vorne? Das ist genau so eine dämliche Frage, wie warum fahren Leute mit einem Auto oder mit einem Bus oder mit einer Bahn? Ja, nee. Weiß nicht, vielleicht okay, schneller geht. Formulier es anders. Warum fahren wir mit dem Boot hierher? Weil wir es können? Ja, aber... Egal. Ja, Harris, you can't take this route to get inside the castle, but be careful. Nein. Pork. Prince Roan, you must hurry. Memory is late. Wir müssen gar nichts. Ach, stimmt. Roan ist ja hier der Prinz. Ah ja, klar. Ja, er ist der Babu. Prinz? Nein. I will explain later. This is where we get to enter the castle. Prince Roan. These corridors have not been used for a while und ich drücke es so schnell. Do not worry, I have my friends with me. Please take care of the prize. Prince. The ent
entire country is railing on you. Das müssen wir jetzt gemeinsam sagen. Friss. Also, 3, 2, 1, entire country. Entire country. Danke. So, aber ich guck trotzdem hier noch mal nach. Denn hier, oh, hier geht's raus. Cool. Ich sag ja immer, erst zum Optionalen, dann zum Optimalen. Oh, was haben wir hier? Komm her, du Stück Dreck. Downstairs Lobby. Doesn't lock like the store opens. Ja, das kann mal sein. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, möchtest du kurz mal... Nein, will ich nicht! Okay, dann nicht! So, nochmal. Ich frag's aber trotzdem. Möchtest du kurz mal den Zuschauern erklären und... Nein, sehen? Ich hab zu tun! Ja, du bist in meinem Together! Das hast du zu tun! Also! Eil doch! Was auf deinem Kanal so vor sich geht? Du hast... Das hab ich schon mal erzählt. Ich ja, mittlerweile gesagt, ein neues Projekt auf deinem Kanal. Was hüpft denn hier? Ach, hey! Das mache ich, wenn ich gleich Zeit habe. Also gleich. Ach stimmt, wir hätten uns zwei Poffnuts holen können, wenn wir... Ja, hätten wir einmal mit Elena und einmal mit Milena hier noch gespielt, ja. Naja, egal. Also, das Gold verschwand, ne? This Grill Fox Rodent Thing must be Carol. They say the four rushes for Poffnuts. Ja, kommst du mit? Oder irgendwie? So? Du freust dich noch. Gut. Okay, dann kommst du irgendwie indirekt dann doch mit. Ah, schauen wir mal gucken. Was haben wir hier? Move Blessing. Kann es weitergehen? Hier rüber kannst du eventuell immer gehen. So, neuer Dungeon und natürlich Kanalisation, juhu! Mein Gott, hab ich Bock drauf. Nicht. Wenn ich eins nicht ab kann in RPGs oder mal Gemeinden spielen, dann sind das Wüsten und Kanalisationen. Und natürlich habe ich beides im aktuellen Display. Wüste in Mondschein, Kanalisation hier. Warum auch nicht? Ich bin nicht so weit. Ja. Ich muss ins Bett, bevor ich hier an Übermüdung sterbe. Und Geld verliere, das will ich nicht. Das denke ich mir täglich. Ich hört ja keiner. So. Geht's nicht, bin beschäftigt. Warum merkt das immer keiner? So, wo können wir hier? Da fängt es an. Oh, nee, ich nehme die Gegner mit. So. Ja. So, wird mein Chip fangen. Nein, nicht. Gut, bin ich aber noch. Der nervt mich. Es ist jetzt ja bekannt gegeben worden, wann und vor allem das Final Fantasy 15 erscheint. Was im September, immer noch! Ja, weiß, ich wollte dich auch gerade fragen, was du vom Datum hältst. Erst die Frage abfahren, bevor du antwortest. Ist das eigentlich so egal, wann das kommt? Okay, dann. Also, ich muss sagen, ich fand's cool. Kann ich mir mal anschauen, was für eine Grütze sie daraus gebaut haben. Nein, es wäre natürlich ein gutes Spiel. Vielleicht, wer weiß, das schon. Lightning Tiara. Schauen wir mal. Nein. Das kann weg. Ja, bestimmt. Das behalte ich mal. Tatsache. Aber schon komisch. Das, ja. Lightning. Magic Block, Resistenz. Toller Geiz.
ich dir dann eh auch Wasser schon. So, ja, sag das doch. Headquarters, nein. Nein. Gut. Also, ich, nee, was? Moment. Hm. Moment, gleich hab ich's. Nee, vergiss nicht. Ich wollte gerade, ich war irgendwie der Meinung, dass sie gelevelt hätte, aber stimmt gar nicht, weil ich konnte gar nicht. Ich hatte es vorgehabt, aber ich konnte nicht da draußen, weil die ja hier rein wollten, durfte ich nämlich auf die Weltkarte nicht mehr hingehen. Weil die sind hier beschäftigt. So ein scheiß Schicksal. Wenn ich aufnahmefähig bereit bin, mache ich ein viel wichtigeres Thema, was mir momentan viel mehr auf den Sack geht. Dank einer Person. Okay. So muss ich erst soweit sein. Da brauche ich nämlich mein ganzes Hirn, nicht mein Heilig. Ich will ja nichts sagen, aber wär's nicht ratsam, das in einem Let's Talk einzubauen? Du brauchst, willst auch mal über Themen reden, was willst du jetzt eigentlich von mir? Ah, ich frage nur, weil im Let's Talk könnte man sich nämlich länger und intensiver drüber befassen. Ich denke, die zwei Parts werden vollkommen ausreichend, über Homophobie sich zu unterhalten. Was lachst du eigentlich mir so dämlich? Ja, nee, das klang nur gerade irgendwie... Egal. Ich finde das ein sehr ernstes Thema. Ja. Dass es heutzutage immer noch Sache ist, das finde ich traurig. Das finde ich verdammt traurig, Leute. Dass man drüber reden muss, finde ich traurig. Also ich meine jetzt im Sinne, dass es da überhaupt Gesprächsstoff gibt. Das meine ich. Es geht darum, dass ein bestimmter junger Mann... Da bin ich jetzt den Namen oder nicht, ist eigentlich egal, weil ihr sowieso, glaube ich, internetfähig seid. Und dieser junge Mann ist Türke. Und wer zum Beispiel Flo oder ähnliches verfolgt, weiß eigentlich schon, wovon ich rede. Es geht um einen, wie gesagt, es geht um diesen jungen Mann, der bei seinem Vater einen Prank gemacht hat. Ich weiß ja nicht, ob ihr Pranks kennt. Ich weiß ja, wenn ihr keine kennt, dann weiß ich auch nicht. Dann seid Pranks ihr ist das neue Slang. Seid ihr noch vom letzten Jahrtausend? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat er seinem Vater gesagt, dass er angeblich schwul ist. Und der Vater hat ihn dann leicht geprügelt, nenne ich es mal so. Und das hat er halt aufgenommen, vor Kamera halt eben. Und da ging erstmal ein riesen Shitstorm los, was ich logischerweise nachvollziehen kann, weil ich weiß nicht, was ihr Männer damit so ein großes Problem damit hat. Ich weiß, dass es immer noch eine ganz große Sache ist bei Männern. Mein Vater hat damals auch ein bisschen überreagiert, als mein Bruder es ihm gesagt hat. Er hat ihn nicht geprügelt, er hat mich geprügelt. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist einfach passiert. Ich fand's definitiv nicht lustig als Kind, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Heute verstehe ich es immer noch nicht. Er hat mir vorgeworfen, dass ich meinen Bruder angeblich schwul gemacht habe. Und dann ja, weiß ich immer noch ist klar. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das gemacht haben hätte können. Weiß nicht. Elternlogik oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, Männer, was ihr damit so ein Problem haben tut. Davon mal ab. Was wollt ihr denn machen, wenn euer bester Freund zum Beispiel sich ins Herz nimmt und euch dann sagt, ja, weißt du was, ich hab mich nur vorher noch nicht getraut und du bist jetzt der Erste, den ich das erzähle und ich bin schwul. Ist der jetzt plötzlich auf einmal ein anderer Mensch für euch? Ist der jetzt irgendwie gestorben? Ich hab keine Ahnung, anscheinend muss der gestorben sein, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Dass ihr euch immer noch so eine Probleme... Tut mir leid, Also, um kurz noch was dazu zu sagen, also der Mensch ist ja so oder so derselbe. Egal, ob er jetzt nun schwul ist oder nicht. Der ist ja nun, ob er das vorher weiß oder er es hinterher weiß. Der Mensch ist derselbe, also... Was soll?
Und dann hat ich bin ja Mr. Trashback-Gucker, ich weiß ja nicht, ob ihr den kennt, also den müsstet ihr eigentlich kennen, weil der ja, der macht ja News über alles Mögliche. Und wie gesagt, der hat halt was dazu gesagt, dass er das halt vollkommen okay findet und dass er, wie gesagt, er hat halt darüber berichtet, was halt sein Job ist, weil er möchte den Leuten ja auch was zeigen, was in der Welt abgeht. Und was dann losgegangen ist, das fand ich unter alle Sau. Also der hat eine, also wenn das meine Community wäre, dann wäre ich, würde ich mich für schämen, ey. Also ganz ehrlich, Leute. Wie kann das im 21. Jahrhundert überhaupt noch ein Thema sein? Ich verstehe es nicht. Und kommt mir jetzt nicht mit Türke oder so. Ist, ich weiß nicht, ob ihr Kuruno kennt. Den etwas anderen Anime-Liebhaber, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Den müsste eigentlich jede Sau kennen auf dem Planeten. Also. Außer du natürlich, wer sonst? Hey! Und er hat das mit seinem Vater halt auch gemacht, weil er ist auch, nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, er ist Muslime. Und hat das halt mit seinem Vater auch gemacht und er hat genau das Gegenteil. Also der ist, hat gesagt, ja, das ist okay, du bist immer noch mein Sohn und was hat er denn noch gesagt? Du bist jetzt für mich nicht anders oder so, du bleibst mein Sohn genau wie du bist, ob du jetzt nun auf, ja, ob du jetzt nun auf Männer stehst oder nicht, das ist vollkommen okay, weil er hat dann auch gesagt, ja, ich kenne auch eine ganze Reihe, die halt auch schwul sind und die sind auch ganz normale Typen und es ist, ich versteh's einfach nicht, also ich fand's auch super cool, er hat aber, wie gesagt, er hat auch diesen Prank gemacht, aber sein Vater hat halt komplett anders reagiert und so sollte ein Vater eigentlich auch reagieren, wenn sich der Sohn schon Hals und Herz nimmt und das jemanden sagt. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie toll findet oder so, Leute darunter zu machen. Also erstens suchen sich die Menschen das nicht aus. Und wenn ich dieses Wort Therapie mit Schwulsein noch irgendwann mal höre, ne? Alter, das ist keine Krankheit, das ist ganz normal, wie du und ich, weiß ich nicht, auf Frauen oder auf Männer stehe, ist sowas von Latte. Ich verstehe es einfach nicht. Und dieser dämliche Spruch von wegen ist, von Gott worden, zwei Geschlechter gemacht. Natürlich wurden zwei Geschlechter gemacht. Was willst du jetzt machen? Also erst einmal würde ich auch noch dazu erwähnen, allein Witze über Schwul zu machen, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, finde ich irgendwie doof. Also, zu sagen, so, ich bin schwul, als Prank, finde ich auch total bescheuert, sowas. Und ich finde auch, ich bin der Meinung, jeder sollte auch bitte den lieben, den er will. Egal ob Männlein oder Weibler, ist doch völlig egal. Scheiß auf die Norm, vor allem, wer hat denn diese blöde Norm überhaupt erfunden? Das ist doch bescheuert. Davon mal ab, dass uns das der ins Mittelalter schiebt, Leute, ne? Amerika, wo diese beschissenen Gesetze sind mit ihren ganzen Waffen und hast du nicht gesehen, die sind vor uns dabei. Die sind weit vor uns. Leute, das müsst ihr euch mal reinschieben. So ein Land. Das schiebt uns wieder ins Mittelalter, dank euch, weil ihr so eine beschissene Meinung darüber habt. Das kann euch eigentlich sowas von egal sein. Und das Schlimmste ist dieser dämliche Spruch von wegen, dass, was soll ich denn meinen Kindern sagen, wenn da zwei Schwule ranläufen? Wo ist das Problem, deinem Kind zu sagen, dass das ein Paar ist, was sich liebt? Was tut dir daran so unglaublich weh? Wo ist dein Problem, Junge? Verstehe ich nicht. Tja. Nein, ich habe mich... Ich hab's in meinem Skype-Profil immer noch stehen, weil es mich einfach derbe ankotzt, wie das immer noch sein kann. In einem Zeitalter, wo das eigentlich überhaupt nicht mehr Sache sein sollte. Nicht mal im Ansatz. Ich verstehe das auch nicht. Also ich finde, das ist keine Krankheit, es gibt auch keine Norm.
ob man jetzt nun Männlein oder Weiblein zu lieben hat, ist ein völliger Schwachsinn, Bullshit. So, Abkürzung gibt's auch, das heißt, wir können uns noch kurz auffrischen. Also ich persönlich habe auch nichts gegen Schwule, also um das kurz zu erwähnen. Das wollte ich auch nicht damit sagen, es kotzt mich einfach an, dass es immer noch... Das wirft, wie schon gesagt, das wirft uns ins Mittelalter zurück, Leute, im Mittelalter! Da gab's Hexenverbrennung und was weiß ich nicht alles. Das müsste heutzutage überhaupt kein Problem mehr sein. Wo ist euer Problem, Leute? Wo? Das kann euch 30 Meter am Arsch vorbeilaufen, ob da gerade Lesben oder Schwule rumlaufen. Das kann euch so egal sein. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Boah. Tja. Regt mich auf. Menschheit lehnt Sachen und Leute ab, die halt anders sind. Na, genau deswegen sind wir auch alle anders. Oder ich jedenfalls. Du, ich bin froh, anders zu sein. Ganz ehrlich. Ich habe noch nie was Langweiliges gesehen als einen normalen Menschen. Also ganz ernsthaft, Leute. Da fällt mir das Lied ein von... Eric Fish, der Sänger von. Sag mal schnell. Subway to Sally. Der hat den Song Anders sein. Ich wollte gerade sagen, wäre es innerhalb von nächsten 5 Sekunden draufgekommen, ne? Dann hätte ich aber was zu sagen. Ja, nee, es ist ja einer meiner Lieblingsbands. Aber wie gesagt, das Lied ist super. Ne? Und das. Hört euch an. Es ist Hammer. Oh, jetzt bin ich hier. Damn it, we can't get out this way, Alter. And we're running out of time. Ja, mein Gott, ich hab's ja kapiert, ich soll drin weitermachen. Pff, wollt ihr nur gucken, ey. Chill mal deine Nuggets. Jetzt weiß ich, woher dieser dämliche Spruch kommt von dir. Nö, ich hab's ja nicht erfunden. Nee, aber das sagst nur du. Weil den Tag hab ich so... Hatte ich den Spruch dann auch wieder plötzlich im Hirn. Und dachte ich mir so, wo kennst du diesen dämlichen Scheißspruch? Egal, Mädel, dein, also da, war, Frau, da. Ich sehe das Vibe gar nicht. Ja, ich stehe vor ihr. Ach so, Rido mit seinem kleinen Körper hat das verdickt. Ron, when did you get back? Just a little while ago. I am sorry to have made you worry, Mary. Mary, please stop crying. Yes, of course. I'm sorry I stopped crying. Oh, I didn't notice your friends. Ne, sind doch nur 3, ne? Und das Riesenvieh hast du auch nicht übersehen. We have all traveled together. They have helped me more than words can express. Mary, please show them around the castle. Wer hat ein Castle? Ja, das auch. Rowan, der alte Schuft, hat einfach alles. Suddenly I'm honored to be your guide. Achso, ja, das war schon. Na gut, so dann. Bin schwer beschäftigt. Oh, Gottes Willen. Jesus. Ja, dann viel Spaß, du hast es dem Ende jetzt zu tun. Wir reden über den Dungeon. Was? Das ist gerade... Na, klasse. Ich hasse diese blöden Viecher. Was? Soll ich jetzt so eine... Mach halt einen auf Darth Vader. Toastbrot.
for the dungeon from the entrance, go on the stairs on your right. It's the button of the stairs, go on the way, down the hallway, until you reach the room called the room of demon ceiling. Two of the traveling name, only people should never actually enter the room of demon ceiling. That's amazing. She said all that without stopping to take a breath. Yes, that is why Mary is such a highly regarded guide here. Ah ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über der Rezeption. Ne? Also, du weißt, jetzt alles in einem Atemzug. Geister. For the reception room from the entrance is straight forward. When you reach the door, it's open to enter the reception room. The smite is off on the other side of the door in the back. Through the door in the back of the office is my private chamber, and all these persons keep out. Wow. She makes me. Can she say all this one breath? Yes, that is why Mary is. Hast du eben schon gesagt, du Nase. So, ja, hier ist die Rezeptionshalle. Ja, muss man ja auch mal wissen. Atme sie wieder tief ein. Oh, so viele Fenster sind so offen. Kekse. For the reception hall, face from the entrance, go out the rear right door. Ja, schrei mich noch lauter an. Right now it's just an empty hall, but it's the rare people gather for ceremonies. When this crowd, people fall in the mood. Bin ich bald fertig, auch um mich Leute anzusprechen? Das ist dieselbe. Since it takes time for the guards to come and science people to catch. Ach ja, du musst erstmal gleich 20 die Sprüche mit dir durchführen, ja? Visitors must refrain from falling into mode. Ich bin halt interessiert, was hier so darüber so erzählt. And hat. I thought I could talk fast. This lady beats me hands down. Yes, ich sag's nicht noch einmal. So, hat sie noch was gehabt? Nein. Anderes. Ah. Facing away from the entrance, the door on the left deals with dust craters. In front of the guards room and behind is where our lady's life. Yeah, free to visit the guards room. If you wish to enter the lady's chamber, you must knock and ask permission first. Otherwise, please stay out. Remarkable, she speaks as if fueled by a great zephyr. She uttered all of that with a single breath. Wie das einfach jeder einfach mal noch wiederholt. Einfach so, damit sie sicher gehen können. Also ja, das weiß, egal was du auswählen würdest. So. Was haben wir hier? Raum 1. Commander Porg is not here either. Looks like I can irgendwas. Ich drück zu schnell. Bin ich schon wieder dran? Ja. Ich hab meine Pflanzen gießen. So much pride in your work. Is this castle we are on a stage? As guards like you it wouldn't stand a change. Ja, who goes there? Do you always bark into people's room? It's your prince and his party. It's Prince Rowan. I am sorry. I was taking a break. Please forgive me. Nein, du wirst gefoltert und gevierteilt. Mindestens drei Teile. Genau deswegen bist du kein König geworden.
Der wird halt nur geteert, so. Und das ist jetzt besser, natürlich. Ja. So, die Putze. Die haben einen anderen Namen. Haushaltsgehilfen dann halt. Nein, auch nicht. Ah, Prince Rowan, I'm so happy to see you returned. My half a grand during absence. Nanny. Oh, have. Ah, sure you have. After all, I've been taking care of you since we were just baby. Moment. You are incomparable as always, Elise. I've only seen Greenville still alive. I'm so happy as it would be. Wenn das Reden mit der Marsch vorbeigeht. Stop, stop. Please, please, do not cry. Ja, ja. Das ist wie in einem Manga, da liest man auch nicht alles drin vor, was in den Klammern steht. ich hatte aber Bock drauf gehabt. Ja, du, ich aber nicht. Nein, geh doch nicht da runter. Geh wieder hoch. Geh wieder runter! Geh wieder hoch! So, ein neuer Versuch. Was gibt's hier? Also, ach ja, hier. Ja, gut, geh ich wieder rein. So, ich gucke mal eben, wie spät es ist.